Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal zu dieser Episode der 7 Minute Squads. Ja, Episode Nummer 31. Wir sind mittlerweile auf. Nee. Wie heißt denn das? Was kommt nach Nuklear? Nein. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein Noob in dem Spiel. In dem Spiel kenne ich mich echt nicht aus. Also in allen anderen Spielen ja, aber in dem Spiel nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, ja, was da jetzt dran kommt. Ich bin ehrlich gesagt relativ unsicher. Aber egal. Gut, wir sind heute bei der nächsten Episode angekommen. Mittlerweile ja schon über 30 Folgen. Ich denke mal, das ist relativ nice. Und wie immer, wenn euch diese Episode gefällt, lasst ein Like da. Dann sehe ich, dass ihr die Serie weiter feiert und dass ihr auch in der nächsten Zeit wieder weiter Folgen von dieser Serie haben wollt. Wenn ihr PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und so weiter braucht, dann schaut in die Videobeschreibung den Link zu Kinguin. Gibt es alles sehr günstig da. Globaler Markt, Preisvergleich und ihr könnt mich damit unterstützen, genauso wie wenn ihr bei Sennheiser vorbeischaut. Die haben auch geile Headsets, sind Marktführer bei der ganzen Geschichte und auch damit könnt ihr mich unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen. Gut, wir suchen den Spieler für die heutige Episode, um den das Team gebaut wird. Hier hätten wir ihn von Lechea gehabt, den ich mir hätte aussuchen dürfen. Und hier wird es Chaik Tiote wird es werden, weil er spielt bei Newcastle, ich habe glaube ich sogar im Verein. Und wer bei Newcastle spielt, ist bei mir ja ganz weit oben. Und da können wir gleich auch weiterkommen auf die erste Frage, die ich mir heute ausgesucht habe. Aber das machen wir gleich. Erstmal würfeln wir mal wieder wie immer die Formation aus. Beziehungsweise cursern sie ja irgendwie aus. Oder sticken sie aus, wie auch immer. 4-4-2. Ich nehme da, das ist jetzt kein Cheaten oder irgendwas. Oder irgendwie du veränderst die Formation. Nein, weil das sind genau die gleichen Links. Allerdings nehme ich 4-4-2-2, weil da muss ich TOT nicht noch umformen. Und habe ihn schon auf der 6er Position. Gut, alles klar. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, was ich für ein Team mit dem Bauer habe. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und bis dahin starten wir mal den Timer, würde ich sagen. Und zwar starten wir das Ganze in 3, 2, 1 und los geht's. So, alles klar. Auf dem Transfermarkt und dann legen wir los. Ja, die erste Frage ist, die mir gestellt wurde, beziehungsweise die erste, die ich jetzt beantworten werde. Ja. Was sind deine Lieblingsteams in der Premier League? Meine Lieblingsteams in der Premier League ist relativ schwer zu sagen, denn ich habe einige Teams, die ich in der Premier League sehr gerne mag. Dazu gehören einmal, und das muss man ganz ehrlich, also man muss es splitten bei mir. Es gibt, wie gesagt, viele Teams, die ich mag, es gibt aber auch Teams, die ich nicht so gerne mag. Die ich nicht so gerne mag, das werde ich jetzt nicht zukommen, da, okay, das gehört Man United dazu, ich denke mal, das kann man sich bei mir denken. Aber ansonsten komme ich da jetzt nicht weiter drauf ein, weil das würde zu lange dauern, das zu erklären und so weiter und so fort. Wen ich sehr gerne mag, ist einmal Arsenal. Ich gucke mir Arsenal-Spiele sehr gerne an. Es gibt allgemein viele Teams, von denen ich mir die Spiele gerne angucke, unter anderem auch Chelsea, weil sie ja guten Fußball spielen. Von welchen Teams ich mir das Ganze nicht so gerne gebe, ist auch insofern unabhängig, weil ich die Spiele halt auch relativ selten gucke und deswegen da hat das überhaupt keine Relevanz, weil ich mich mit den Teams nicht auskenne und so weiter und so fort. Wen ich allerdings, und jetzt sind wir endlich bei dem Punkt angekommen, gerne gucke, ist einmal Manchester City. Manchester City ist so ziemlich mein Lieblingsteam, könnte man sagen, in der Premier League, denn ich finde einfach, dass die seit Jahren sehr, sehr guten Fußball spielen und ja, haben einfach sympathische Spieler, haben gute Spieler und deswegen, keine Ahnung, ich mag die einfach und deswegen sind die bei mir ganz oben dabei. Nehme ich Goufra oder nehme ich Chola Amiobi oder, nein, nicht Chola Amiobi, Sammy Amiobi habe ich ja gelernt, oder nehme ich ein komplett anderes. Muss ich nochmal schauen. So, also so viel dazu und ein weiterer Verein, den ich natürlich sehr gerne gucke, ist, ich denke mal, es ist offensichtlich und das ist auch aus offensichtlichen Gründen erst seit dieser Saison so, Newcastle United, weil Newcastle in meinen Augen ein sehr sympathischer Verein ist, der nicht zu gut ist, der nicht zu schlecht ist, mit dem man auf jeden Fall umgehen kann und ja, deswegen sind die bei mir auch relativ weit vorne mit dabei. Gut, soviel zu dem Thema. Als nächstes können wir dann, ey, das ist echt scheiße hier gerade schon wieder, ne? Was hat denn das Newcastle jetzt für ZDMs? Ich habe vergessen, dass Ben Arthur in diesem Jahr nicht bei Newcastle spielt. Ein bisschen behindert. Die nächste Frage ist, Ronaldo oder Ibra? Wenn du Chance hättest, einen von den beiden zu treffen, wer würde es sein, den du treffen würdest? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage gestaltet sich nicht ganz einfach, denn ich mag beide sehr gerne und ich würde beide extremst, warum ist der so scheiße teuer? Okay, ich werde mit Musa Sissoko arbeiten. Ich mag beide extremst gerne. Allerdings, das ist mir jetzt nicht mein Ernst, oder? Ich bin so schlecht gerade, das ist unfassbar. Allerdings mag ich Ronaldo noch einen Tucken lieber. Deswegen würde ich fast sagen, ich würde, wenn ich die Chance hätte, einen von den beiden zu treffen, mich für Cristiano Ronaldo entscheiden. Aus dem einfachen Grund, den ich gerade genannt habe, ich mag ihn noch ein bisschen lieber und ich glaube, Ibrahimovic sich zu treffen. Ach nee, nicht den.
den hier oder so. Wäre zwar lustig, allerdings auch nicht unbedingt sowas, wo ich sagen würde, oh geil, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, weil Ronaldo, weil Ibrahimovic ein Spieler ist, der zwar sehr lustig sein kann, aber ich glaube, Ibrahimovic wäre sehr, sehr schnell gelangweilt von sowas. Ronaldo zwar eventuell auch, aber bei Ronaldo wäre es mir egal, weil Ronaldo ist der Boss. Ja, ich weiß, Ibra ist eigentlich der Boss, aber das ist eine lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich würde mich, glaube ich, für, wie gesagt, ich muss ja überlegen, Entschuldigung. Ich würde mich, wie gesagt, für Ronaldo entscheiden. Die nächste Frage ist, wer ist deiner Meinung nach der beste Linksverteidiger der Welt momentan? Und da wurde mir schon in die Kommentare geschrieben, wer es beispielsweise sein könnte. Und zwar haben wir da unter anderem zur Auswahl natürlich David Alaba und natürlich auch beispielsweise einen... Ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Wo ist er jetzt hin? Ach, scheiße. David Alaba... Was habe ich jetzt schon gesagt? David Alaba, Leighton Baines, aber für mich sind die beiden die Besten der Welt, das ist keine Frage. Der Mitbeste der Welt ist allerdings für mich momentan zumindest, ist okay, gehört nicht zu den Besten der Welt, aber wer mich im Moment am meisten überzeugt ist, der gute Mr. Schlange. Was laber ich hier für eine Scheiße, Freunde, es tut mir leid, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren gerade. Der gute. Juan Bernat, um es jetzt schon mal abzuschließen. Also Juan Bernat momentan ein Stürmer, den ich sehr, sehr, Linksverteidiger, den ich sehr, sehr schätze, weil der bei Pep zwar nicht, also der ist zwar schon relativ gesetzt, aber nicht so unbedingt ein Spieler, wo man sagen würde, okay, der ist dauerhaft gesetzt, einfach weil er nicht so erfahren ist bisher, aber er bringt trotzdem immer wieder gute Leistungen und deswegen ist er bei mir mit vorne dabei, einfach weil er so ein guter Spieler ist. Das ist ganz einfach die Begründung dafür. Ich denke mal, das ist auch eine Sache, bei der man sich relativ sicher sein kann, dass der in Zukunft auch gute Leistungen bringen wird, weil der halt bei Bayern spielt, die bilden den ideal aus, der hat mit seinen spanischen Teamkollegen Kontakt und so weiter und so fort, also braucht man da, denke ich mal, keine Bedenken haben, ist auch wieder ein schöner Satz. Ja, deswegen, also für mich der beste Linksverteidiger der Welt momentan Alaba, danach kommt Baines und dahinter gibt es da natürlich noch Spieler wie Marcelo und so weiter und so fort, aber wer mich momentan zumindest am meisten unterhält und wen ich cool finde, ist da Juan Bernat. Ihr könnt mir natürlich zu allen Fragen eure Meinung wieder in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu so zu sagen habt und ja, gut, dann haben wir das in der Hinsicht auch mal wieder geklärt. So, jetzt muss ich überlegen. Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal wieder so zu handeln. Das Team ist relativ unkreativ, aber ich krieg's gerade echt nicht anders hin, weil ich bin irgendwie... Es ist noch früh am Morgen, muss man dazu sagen, und ich bin irgendwie noch nicht so wirklich auf der Höhe. Gut, die letzte Frage ist dann noch, während wir das Team mittlerweile fertiggestellt haben. Max, was sagst du dazu? Leistungsträger, junge Spieler, die Leistungsträger sind im Verein. Beispiel ist Bittencourt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also es gibt Spieler, bei denen man sagen kann, die sind jung und die sind Leistungsträger in ihrem Verein. Es gibt allerdings auch wiederum Spieler, wo man sagen kann, ja, die sind jung, aber die sind noch keine Leistungsträger. Die spielen zwar ab und zu mal gut, aber Leistungsträger ist noch zu hochgegriffen. Da sind wir beispielsweise bei Spielern wie Gaudino. Ja, Gaudino ist zwar ein sehr guter Spieler, ohne Frage, der bringt seine Leistung und so weiter und so fort. Allerdings ist der meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass der wirklich als Leistungsträger gesehen werden kann, auch wenn er halt ein, zwei gute Spiele gemacht hat. Das ist immer relativ wichtig, dabei zu unterscheiden, weil es gibt halt sehr viele gute Spieler auf der Welt und sehr viele gute junge Spieler auf der Welt, beispielsweise auch ein Max Meyer, der momentan von Di Matteo auf die Bank gesetzt wird. Und das zeigt halt einfach, dass er noch kein Leistungsträger ist und dass er dazu noch heranwachsen muss. Das wird er tun, das ist keine Frage für mich. Der wird in den nächsten Monaten sich noch deutlich verbessern, der wird immer besser werden. Allerdings ist er für mich momentan noch kein Leistungsträger. Es gibt allerdings junge Spieler, die man als Leistungsträger hinstellen kann. Und ich glaube, das war die Frage, die mir gestellt wurde. Ansonsten habe ich sie nicht verstanden. Dann kannst du sie nächste Episode nochmal ausgeführt da hinstellen. Gut, das Team ist so gut wie vollständig. Ich muss jetzt nur noch eben die restlichen drei Spieler da reinholen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem vervollständigten Team. So, Freunde, da sind wir wieder und mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch gar nicht gezeigt, welchen Stürmer wir holen, aber das war, denke ich mal, klar, es wird Lord Chiba, also es ist Lord Chiba geworden, einfach weil, ja, Kalou war da und ich brauchte noch einen Strongling zu ihm und wer eignet sich da besser als Chiba? Und ich habe festgestellt, der 2-Sterne-Skills und 2-Sterne-Weakfoot und das ist alles andere als schön, das finde ich wirklich überhaupt nicht schön, ehrlich gesagt, aber wir müssen jetzt damit umgehen und ich bin sehr gespannt, ob uns der Lord da irgendwie, also der Semi-Lord, eigentlich ist der Lord der Bendner,
aber uns der irgendwer irgendwie in irgendeiner Weise weiterhelfen wird. Varane hatten wir auch schon in der letzten Episode. Ich hätte auch Laporte nehmen können, aber ich Iraisos ins Tor stellen müssen. Und ich habe mich dann doch lieber für Navas entschieden, weil Navas bisher der Lieblings-Bronzekeeper von mir ist. Aber gut, ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum, sondern gehen einfach rein ins Spiel. Und ich habe gesagt, ich spiele nur noch Goldpokal. Deswegen tue ich das jetzt auch. Und ich melde mich dann, sobald ich einen Gegner gefunden habe. Wir haben einen Gegner gefunden. FootFC, 80er Bewertung, 100er Chemie. Oh mein Gott. Warum immer ich? Warum immer ich? Ich kriege schon Tränen in den Augen, wenn ich das sehe. Egal. Lord Shiba ist da. Wir schaffen das. Da ist er, der Schieber. Und dann macht er das Tor. Ohne Kompromisse. Das ist der Boss, den ich brauche. Jawohl. So will ich das auch sehen. So. Ich hatte schon eine Chance mit Kalou direkt nach dem Anstoß. Aber Lord Schieber macht jetzt hier die Bude. Sauber. Weiter so. Raphael Varane, Freunde. Als Longshot-Beast bekannt in der ganzen Welt. Natürlich auch als Killer. Oh, geil. Und das verdient, Freunde, das verdient. Oh, der Lord, Freunde, der Lord. Übrigens hat das Spiel ihm automatisch die Nummer 10 gegeben, ja. Das war nicht ich. Das war er, das war das Spiel selber. Also, beziehungsweise er halt. Er hat ja das entschieden. Übrigens, der ist doch Linksfuß, ne? Da hat sich ein Tor mit rechts gemacht und zwei Sterne Weakfoot. Das ist relativ beeindruckend irgendwie. Och, Varane hat Blut geleckt, der will mehr Tore schießen. Ah, schön. Empfindliches Gegentor für den Gegner, weil das war eigentlich ein bisschen Luck. Aber er hatte auch Luck bei seinem ersten Tor, so ist er nicht. Schön die Ballrolle noch vorbei. Nochmal irgendwie. Ja, ich warte. Ich wünsche mir den Rage Quit. Ich glaube nicht, dass er kommt, aber ich wünsche mir den Rage Quit. So, Halbzeit. Ich kann sehr gut mit dem Ergebnis bisher leben. Ist auch noch mehr drin. Also, wir kriegen bestimmt noch irgendwie ein Tor. Also, glaube ich schon. Weil gut ist er nicht. Er hat ja das OP-Team, aber gut ist er nicht. Lord Schieber! Jawohl! Der ist nicht schlecht, der ist richtig gut eigentlich sogar. Der hat ein richtiges Pfund. Richtig geil. Finde ich übelst lustig. Ah, nice. Oh, bitte, 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 bitte. Ah, 5-1. Wie schön Kalou den Doppelpass da gemacht hat. Weißt du? Pfeift man gerade noch die Party Rock Anthem mit und dann kommt sowas hier. So, das Spiel sollten wir gewonnen haben. Schieber mit dem Hattrick! Und das zweite mit rechts. Ey, das ist der Typ noch nicht. Ich hab's ihn gerade mit der Ribéry dauerhaft hochgenommen, ausgeskillt, ne? Und er quittet nicht. Er quittet nicht. Er quittet einfach nicht. Warum nicht? Quitte! Bitte quitte! Oh Gott, Alter, was ist denn heute hier los? Ja, 7-1, ne? Das war mal eine schöne Episode, würde ich sagen. Zwei Longshots gesehen. Drei Tore von Shiva. Natürlich hat er einen Keeper rausgeholt, aber trotzdem. Das ist trotzdem ein schönes Tor. So, ich verabschiede mich jetzt schon mal im Voraus, weil es dürfte die letzte Aktion gewesen sein, sollte es zumindest. Ja, wobei,
vielleicht jetzt noch ein bisschen weiter, aber trotzdem verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir doch das in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr verbesserungswürdig findet und so weiter und so fort. Lasst ein Like da, würde mich wie gesagt sehr unterstützen und sehr freuen. Und ja, mal sehen, wann hier der Schiedsrichter es für nötig erachtet abzupfeifen. Vielleicht auch gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Vielleicht spielen wir noch 20 Minuten oder so. Oh, der war gut. Ja, da haben wir endlich. Gut, alles klar. Wie gesagt, alles, was ihr machen sollt, habe ich schon geschrieben. Lord Shiba hat für uns das Spiel entschieden. Und ja, ich verabschiede mich dann. Wünsche euch viel Spaß beim Bundesliga-Gucken heute und noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.